Basierend auf zwei anderen Videos, nämlich dem Huffman Encoding und den LZ77 Kompressionsverfahren, sehen wir uns jetzt das Deflate-Verfahren an. Dieser Algorithmus komprimiert und ist eingebettet oder eingebaut im PNG-Dateiformat. Außerdem GZIP. Ja, was ist denn bei GZIP jetzt noch weiter, das dann in HTTP bzw. in PDF verwendet wird? So, Deflate. Wir haben die Rohdaten, die sind natürlich unkomprimiert. Diese werden mit dem LZ77-Verfahren komprimiert, das Ergebnis dann durch ein Huffman-Encoding geschleust und wir kommen zu den komprimierten Daten. Und das hier ist nun das Deflate. Ja, dieser Algorithmus ist sozusagen die Kombination dieser beiden LZ77 und Huffman. Wie dekomprimieren wir? Indem wir einfach dieses Verfahren umdrehen und alles ist wieder super. Wir nennen das dann auch Inflate. Also eigentlich lediglich die Kombination dieser zwei Algorithmen. Und noch einen Nachtrag zum LZ77. Wir haben ja gesagt, das Ergebnis ist das Wörterbuch. Wir können aber auch sagen, das Ergebnis könnte so aussehen. Das heißt, dass wir im Original Text sozusagen dort, wo wir die Wiederholungen haben, einfach entsprechende Codierungen haben. Das heißt, wir hatten ja das bla bla bla, Video seht ihr euch am besten an, und anstatt des Dictionaries könnten wir auch sagen, dort wo die Wiederholung ist, dort codieren wir sozusagen rein diese Lookback und wie viele Zeichen wir dann entsprechend haben. So, wie geht es dann weiter mit GZIP? Also, das wird in HTTP eingesetzt, beziehungsweise beim PDF-Dateiformat. Und dieses basiert ebenfalls auf dem, oder basiert nun auf dem Deflate. Ja, also die ganzen Kompressionsalgorithmen, da gibt es ein paar Basics und dann natürlich aufgebaut die neueren oder komplexeren Algorithmen. Gut, was ist hier? Wir haben die Rohdaten und diese werden in einzelne Chunks, in fixe Blöcke aufgeteilt. Das heißt, es werden Block für Block wird unabhängig voneinander komprimiert. Und diese komprimierten Blöcke, die haben vorher noch das M, das ist der Modus, und es gibt hier drei Modi, keine Kompression, Fixed Huffman Codes oder Variable Huffman Codes. So, was ist der Unterschied? Das heißt, dieser Modus bestimmt, wie dieser Chunk ganz konkret komprimiert ist. No Compression wäre für bereits komprimierte Daten oder Daten, die sich nicht ordentlich komprimieren lassen. Der Mode Fixed Huffman Codes heißt, wenn wir schon wissen, wie dieser Chunk oder statistisch belegen können, wie dieser Chunk gut funktioniert zu komprimieren, dann können wir sagen, wir haben den Huffman-Baum sozusagen bereits fix fertig, dann ist der fix definiert und wir können schneller dekomprimieren. Das langsamste ist dann natürlich Variable Huffman Codes, da wird nämlich dieser Chunk analysiert und dann ganz konkret die Huffman-Codierung oder der Baum auf Basis der Daten in diesem Chunk erst generiert. Ja, und das dann einfach Block für Block. Das ist das GZIP-Verfahren, basierend auf dem Deflate, basierend auf LZ77 und Huffman Encoding. Na schön. Welche Codecs kennt ihr sonst noch? Welche wollt ihr mal behandelt haben? Schreibt es am besten in die Kommentare. Und ich schaue mal, was sich machen lässt. Viel Spaß! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.